Was ist eigentlich Tawhid? Also wenn wir von Tawhid sprechen, was meinen wir eigentlich mit Tawhid? Sprachlich kommt von Wahhada, das bedeutet Ja'alahu Wahidan, das heißt, du machst eine Sache einzig, einzig. Tawhid in der Barakallahu Fikum als Begriff, das ist die Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gottheit und Herrschaft, in der Anbetung, in Namen und Attributen Allah subhanahu wa ta'ala. Man kann auch, barakallahu fikum, al-Tawhid so erklären. Al-Tawhid, das ist Ma'rifatun wa Ithbat, das bedeutet Kenntnis oder Wissen und Bestätigung. Und Talabun wa Qasd, Talab bedeutet Verlangen oder Bitten und Beabsichtigen. Das heißt, wir bestätigen Allah subhanahu wa ta'ala, dass er einzig ist in seiner Gottheit, in seiner Herrschaft subhanahu wa ta'ala und in der Anbetung, das bedeutet in Ibadah und auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig ist in seinen Namen und Attributen oder Eigenschaften subhanahu wa ta'ala. Ma'rifa barakallahu fikum, das ist Kenntnis, das ist dieses Wissen, was du unbedingt verinnerlichen musst. Ithbat, das ist die Bestätigung an sich selbst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott ist, der einzige Herrscher subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein angebetet werden muss, subhanahu wa ta'ala, weil er das verdient. Und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala und du beabsichtigst mit deinen Handlungen Allah subhanahu wa ta'ala. Du machst das nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Grundlage, barakallahu fikum, der Religion. Alle Propheten, barakallahu fikum, kamen mit dieser Botschaft, dass sie zu Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen haben, dass wir allein und einzig Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Warum lernen wir Tawhid? Jetzt, wenn ein Muslim zu uns kommt und sagt, ja, ich weiß doch, dass wir Allah allein und einzig anbeten müssen, aber warum soll ich das lernen? Tawhid ist die Hauptvoraussetzung für die Annahme der Handlungen. Das bedeutet, wenn man kein Tawhid hat, wenn man keinen richtigen Tawhid hat, wird Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Person nichts annehmen, auch wenn diese Person sehr viele Handlungen und Taten gebracht hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du Schirk begehst, sinngemäß übersetzt, dann wird dein Werk vereitelt und du wirst am letzten Tag unter den Verlierern sein. Das ist Surat Az-Zumar, der Ayah 65. Das heißt, wer Schirk begeht, dann hat Tawhid vernichtet und wenn man kein Tawhid hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von der Person keine Tat mehr annehmen. Wir lernen, barakallahu fikum, auch Tawhid, weil diese Wissenschaft von Tawhid, diese Lehre, das ist die würdigste und geehrteste Wissenschaft, ist im Vergleich mit anderen Wissenschaften, barakallahu fikum, sagt Allah, auch im Vergleich mit Koran lernen. Tawhid ist wichtiger, barakallahu fikum, weil ohne Tawhid, egal was du vom Koran liest und egal was du vom Koran lernst, dann kannst du nicht weiterkommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Tawhid, barakallahu fikum, ist die Basis für andere religiösen Wissenschaften, die wir im Islam haben. Das wird ohne Tawhid geht nicht. Es weg und Weisheit der Schöpfung ist Tawhid. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nur darum erschaffen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbeten. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, das heißt لِيُوَحِّدُونَ. Alle Propheten und Gesandten kamen zuerst mit Tawhid zu den Menschen. Der ganze Koran ist über Tawhid. Und die Basis des Korans ist auch Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. Die erste Pflicht für die Geschöpfe ist Tawhid. Und die letzte Pflicht ist auch Tawhid. Weil wenn jemand stirbt und sein letztes Wort La ilaha illallah ist, dann wird diese Person ins Paradies kommen. Der Lohn vom Tawhid ist das Paradies. Und ohne Tawhid wird man niemals ins Paradies kommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass eine Seele, die nicht La ilaha illallah bezeugt, dass diese Seele ins Paradies kommt. Das wird, wenn man La ilaha illallah
nicht gebracht hat vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann wird man nicht ins Paradies. Und nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann muss La ilaha illallah mit Muhammad Rasulullah verbunden sein. Ohne diese Verbindung wird das nicht. Das richtige Leben ist das Leben mit Tawhid, weil das Leben erstmal das Leben des Herzens ist. Und ohne Tawhid wird das Herz nicht leben. Wer den Tawhid in diesem Leben nicht praktiziert, hat kein Leben. Weil das richtige Leben ist mit dem Tawhid. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, damit wir ihn allein und einzig anbeten. Subhanahu wa ta'ala. Ich habe gesagt, barakallahu fikum, Rububiyya. Oder wir haben gesagt, ich habe gerade erklärt, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen, dass wir die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen in seiner Gottheit. Und das ist barakallahu fikum die Rububiyya. Und dann in der Anbetung, das ist Uluhiyya. Und in Namen und Attributen, das ist Asma und Sifat. Das bedeutet Namen und Attributen Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet Rububiyya? Das bedeutet Tawhidullahi bi'af'alihi. Die Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Handlungen subhanahu wa ta'ala. Seine Handlungen, die an seine Geschöpfe gerichtet werden. Zum Beispiel Verwaltung, Versorgung, Leben geben, sterben lassen. Das sind die Handlungen Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Uluhiyya, die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung. Das bedeutet, dass man keinen anderen anbetet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in unseren Handlungen. Die Handlungen, die wir an Allah subhanahu wa ta'ala richten, das ist Tawhid al-Uluhiyya. Und was ist Tawhid al-Asma' al-Sifat? Das heißt, wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die vollkommensten Attribute hat und die besten, die schönsten Namen, indem wir, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala so beschreiben, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich selber beschrieben hat und wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn beschrieben hat. Wir bestätigen die Bedeutung von Namen und Attributen Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, wenn man uns nach dem Wie fragt, wir sagen, nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß das. Das bedeutet, wenn man nach Wie fragt, das wird wie ist Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron empor erhoben, subhanahu wa ta'ala. Wie hat Allah subhanahu wa ta'ala Gesicht? Wie? Wenn man uns fragt, dann sagen wir, ja, Allahu a'lam, das wissen wir nicht. Und drittens, barakallahu fikum, wenn wir einen Namen oder ein Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala haben in ein Ayah oder in ein Hadith, wir bestätigen die Bedeutung von der Ayah oder Hadith und wir bestätigen die Eigenschaft, die da drin ist. Das heißt, was bedeutet zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Yadullahi fawqa aydihim. Was bedeutet diese Ayah an sich selbst? Da kann man mir nicht sagen, ja, das bedeutet, Allah hat eine Hand. Und diese Hand ist nicht wie unsere Hände oder kann man das nicht wie vermenschlichen. Das ist nicht die Bedeutung von Ayah. Was ist die Bedeutung überhaupt von der Ayah? Die Bedeutung von Ayah ist, Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt sie, Allah hilft ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen Kraft, Allah subhanahu wa ta'ala segnet sie. Aber in dieser Ayah dann gibt es ein Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala und das bestätigen wir, ohne dass wir nach dem Wie fragen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Das ist barakallahu fikum die Grundlage. Deshalb sagen wir immer, Tawhid hat drei Kategorien, Tawhid al-Uluhiyya, al-Rububiyya, wal-Asma. Und dafür, barakallahu fikum, lernen wir At-Tawhid, weil das die Grundlage der Religion ist. Das Buch von At-Tawhid, und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Barakallahu fikum, dieses Wort liya'budun, haben einige Gelehrten gesagt, liyuwahhidun. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Propheten, Gesandte subhanahu wa ta'ala geschickt, damit sie dazu aufrufen, dass wir Allah allein einzig anbeten und dass wir, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, At-Tagut nicht anbeten. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Wort hier, ijtanibu, erwähnt subhanahu wa ta'ala. Al-Ijtinab, dieses Wort, warum nutzt Allah subhanahu wa ta'ala hier ijtanibu? Und nicht, es ist nur verboten oder kommt das nicht nach. In Koran oder in der Sunna, wir haben drei Formen,
dass man etwas verbietet. Und zwar eine Form, dass es verbot. Allah hat verboten das und das und das. Dann barakallahu fikum, mehr als Verbot, Steigerung, dass es nicht nähren. Also du kommst die Sache nicht nah. Und das dritte ist Ijtinab. Und dieses Ijtinab, barakallahu fikum, das heißt, du bist auf einer Seite und das, was du meidest, ist auf der anderen Seite. Das heißt, du kommst das überhaupt nicht auch nah. Und deshalb, man als Muslim, sollst du überhaupt nicht Schirk oder Kufr nah kommen. Du sollst auf einer Seite sein und Kufr und Schirk auf der anderen Seite sein. Und das ist verboten natürlich. Und dies gilt auch zum Beispiel für das Berauschende, für Alkohol. Weil einige Leute sagen, wo ist Verbot von Alkohol? Allah sagt, فَجْتَنِيبُ. Das ist mehr als Verbot. Du bist auf Seite und Alkohol ist auf der anderen Seite. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. At-Tawhid hatte drei Kategorien nach vielen Gelehrten von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Und das haben wir erklärt am Anfang. Barakallahu fikum wa zakumullahu khairan. Tawhid al-Rububiyyah al-Uluhiyyah al-Asma' wa-Sifat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Das ist Surat al-Isra, die Ayah 23. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dient und zu den Eltern gütig sein sollt. قَضَى. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala hat beschlossen, Allah subhanahu wa ta'ala hat befohlen, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, Allah hat angeordnet, subhanahu wa ta'ala, dass ihr Allah allein und einzig anbetet und ihr müsst auch gut zu den Eltern sein. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, sehr wichtig in unserer Religion, dass wir gut zu den Eltern sind. Also die Güte zu den Eltern, barakallahu fikum, ist eine Ibadah an sich selbst. Das bedeutet, wenn du gut zu den Eltern bist, ob sie Muslime sind, nicht Muslime sind, du musst gut zu den Eltern sein. Und wenn du gut zu den Eltern bist, dann dienst du Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, du bekommst sehr viel Lohn. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat erstmal gesagt, ihr müsst Allah allein einzig anbeten und dann gütig zu den Eltern sein. Und diese Verbindung ist sehr wichtig, barakallahu fikum, damit Allah subhanahu wa ta'ala zeigt, wie wichtig ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und dass man gütig zu den Eltern ist. Dann kommen die 10 Gebote im Islam. Und die 10 Gebote im Islam, barakallahu fikum, das ist von Surat al-An'am, die Ayat 151 bis 153. Sagt, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Jetzt kommen die Gebote, die 10 Gebote in unserer Religion. Erstens, ihr sollt ihm nichts bei Gesellen, das ist das Erste. Das heißt, ihr dürft kein Schirk begehen. Ihr müsst Allah allein einzig anbeten. Zweitens, und ihr müsst gut zu den Eltern sein, gütig zu den Eltern sein. Das ist das zweite Gebot. Und tötet nicht eure Kinder aus Armut. Wir versorgen euch und auch sie. Vier, nährt euch nicht den Abscheulichkeiten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat, zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Dies hat er euch anbefohlen, auf das ihr begreifen möget. Kein Schirk, gut zu den Eltern sein, Kinder nicht töten, keine Abscheulichkeiten und fünftens, dass man keine Seele tötet. Und nährt euch nicht dem Besitz des weißen Kindes, außer auf die beste Art, das ist 6, bis er seine Vollreife erlangt hat, und gibt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit. Wir erlegen keine Seele mehr auf, als dass sie zu leisten vermag. Und wenn ihr Wort gibt, dann seid gerecht, auch wenn es um einen Verwandten geht, und haltet euren Bund gegenüber Allah. Das sind 9. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr es bedenken möget. Wenn ihr denkt, dann werdet ihr auch Einsicht bekommen. Und dann kommt, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm.
und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und das ist die zehnte. Das wird, dass man den geraden Weg nimmt. Das sind die 10 Gebote in unserer Religion, Barakallahu fikum. Und das fängt an, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbeten. Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi sagt dazu, wer das Testament vom Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lesen möchte oder anschauen möchte und darauf ist Siegel von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sollte diese Ayat lesen. Und dann sagte er, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat uns eine Linie gemalt, sallallahu alayhi wa sallam, diese Linie. Und er hat rechts und links Linien gemalt. Und er sagte mit seinem Zeigefinger, das ist mein Weg, ein gerader, folgt diesem Weg. Und der hat die anderen Wegchen gemacht und er hat gesagt, und auf jedem Weg von diesen Wegen gibt es einen Shaitan, der versucht, die Leute von dem richtigen Weg abzubringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, barakallahu fikum, sagt Allah, der Shaitan versucht immer, dass die Leute von dem Weg, Allah subhanahu wa ta'ala, vom Weg des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, abkommen. Und wenn sie abgekommen sind, indem sie ihren Köpfen folgen, die falsch sind, dann sind sie nicht mehr auf dem richtigen Weg des Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auch barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a. Diese Aya, auch barakallahu fikum, hat etwas mit Hukuk. Diese Aya nennt man die Aya von den 10 Rechten. Das waren die 10 Gebote und jetzt kommen die 10 Rechte und Pflichten. Und zwar barakallahu fikum, das ist die Aya 36 von Surat al-Nisa. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dient Allah und begeht kein Schirk. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, den Verwandten, Nachbarn oder nähere Nachbarn, dem weiten Nachbarn oder Nachbarn, die nicht mit einem verwandt sind, dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges, das wird der Reisende, und denen, die eure rechte Hand besitzen. Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlig ist, subhanahu wa ta'ala. Das sind, barakallahu fikum, auch diese Personen, die hier erwähnt worden sind, haben Rechte. Und du hast Verpflichtungen. Du musst gut zu den Eltern sein, du musst gut zum Weisen sein, zu den Armen, zu Verwandten und hier Nachbarn. Nachbarn ist sehr wichtig übrigens, barakallahu fikum. Der Prophet sagte, la ma zala Jibril, oder Jibril alayhi salam, kommt zu mir und kommt wieder zu mir und der sagt mir, du sollst gut zu den Nachbarn sein, bis ich gedacht hätte, die Nachbarn werden Erbe bekommen, die werden erben. Ob die Nachbarn Muslime oder nicht Muslime sind, wenn er Muslim ist, der Nachbar, der hat dann 2 Rechte. Und wenn er noch verwandt ist, dann 3. Und wenn er nah ist, dann 4. Der Autor, rahimahullah ta'ala, von diesem Buch, hat diesen Kapitel, sage ich jetzt, als erstes gebracht. Und er hat so viele Ayat hier erwähnt und ihr merkt, immer geht es darum, dient Allah, betet Allah allein und einzig an. Warum macht er das? Damit er uns zeigt, wie wichtig dies ist. Erklärung der Vorzüge von Tauhid und Erklärung der Wirkung des Tauhid bei der Sündentilgung. Das Tauhid ist der Grund, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala Sünden verzeiht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Diejenigen, die glauben. Glauben im islamischen Sinne ist nicht Glauben, was die Leute heute sagen, Glauben.
Die meisten Leute, wenn sie sagen, glauben heute, an was denken sie? Denken sie an etwas, was sie verinnerlichen und die sind davon überzeugt, hundertprozentig, ohne Zweifel? Nein, ne? Was meinen die meisten, wenn sie sagen, glauben? Ein Philosoph, Nietzsche, sagt das, denke ich. Der sagte, Glaube fängt an, wenn das Wissen aufhört. Oder da sagen sie, du glaubst, wenn du nicht mehr weißt. Und zweifle, dann wirst du glauben. Wenn du nicht zweifelst, dann glaubst du nicht. Das ist, Glaube basiert auf Zweifel. Und deshalb manchmal, wenn wir mit Leuten, sage ich jetzt, der Kirche diskutieren, debattieren, dann kommt das immer. Wir sagen ihnen, ja, aber das geht nicht, dass du zweifelst. Der sagt, doch, doch, doch. Weil ich zweifle, dann kann ich glauben. Ohne Zweifel kein Glaube. Wir sagen, wenn du so denkst, dass du glaubst, dann bist du kein Muslim. Weil wenn du zweifelst an Existenz Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du zweifelst an Tawhid, wenn du zweifelst an Koran, wenn du zweifelst an Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann bist du kein Muslim. Aber pass auf jetzt. Es gibt Zweifel und Zweifel. Ein Zweifel ist das von Shaitan als Einflüsterung. Und jeder bekommt von uns das. Jeder von uns. Der Shaitan kommt zu uns jetzt. Schau mal, die Muslime, die sagen, wir sind die Nation, die Hälfte oder zwei Drittel des Paradieses und wir sind, und schau mal unsere Lage. Ist das wahr? Ist der Koran richtig? Ist der Koran das Wort Allah? Ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte Gesandte? Da kommt der Shaitan zu uns. Aber wir halten dagegen. Wir sagen, Amantu billah. Das wird, wir glauben an Allah subhanahu wa ta'ala im islamischen Sinne. Und an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt barakallahu fikum. Es gibt den anderen Zweifel, das kommt von dir selbst dann. Dass du wirklich nicht sicher bist in deiner Überzeugung. Und du denkst, gibt es Allah, gibt es nicht? Gibt es Paradies, gibt es Hölle? Und hier barakallahu fikum, wenn wir glauben im islamischen Sinne sagen, dann ist das die Überzeugung ohne Zweifel, dass es diese Information, die auf Basis von Wissen und Beweis ist, was du im Herzen verinnerlichst. Wissen, Beweis, Verinnerlichung, ohne Zweifel. Diejenigen, die glauben nach islamischem Sinne und ihren Iman nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Subhanallah. Als diese Ayah herabgesandt wurde, das ist die Ayah von Surat Al-An'am 82. Als diese Ayah herabgesandt wurde, dann kamen die Sahaba und die haben geweint beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben gesagt, wer hat von uns kein Unrecht getan? Mindestens gegen sich selbst. Unrecht in unserer Religion kann man natürlich verschieden definieren. Und es gibt verschiedene Arten von Unrecht. Aber Unrecht ist, dass du die Sache nicht an der richtigen Stelle bringst. Das ist Unrecht. Oder dass du es zwischen zwei Themen vergleichst, die nicht zu vergleichen sind. Und du machst nicht die Themen, die ähnlich sind, ähnlich. Und die Themen, die unterschiedlich sind, unterschiedlich. Dann tust du ja Ungerechtigkeit. Unrecht, wad'u shay'i fi ghayri mahallihi. Unrecht hat drei Hauptkategorien in unserer Religion. Erste Kategorie, das ist Unrecht gegen sich selbst, indem du Sünden begehst. Das wird mit dir. Du tust Unrecht mit dir, indem du Sünden begehst, indem du dein Körper, deine Seele, deine Psyche das nicht gibst, was sie brauchen. Das ist Unrecht. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, liebe Danika Aleika Hakka, dein Körper hat Recht, deine Familie hat Recht. Die zweite Ungerechtigkeit oder das Unrecht, das zweite, das ist gegen andere. Du hast von jemandem sein Recht weggenommen, du hast über jemanden gelästert, du hast jemanden zu Unrecht etwas gemacht, behandelt und so weiter und so fort. Drittens, das ist das größte Unrecht und das ist Barakallahu Fikum Shirk. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die den richtigen Iman verinnerlicht haben und die haben diesen Iman nicht mit Ungerechtigkeit, nicht mit Unrecht vermischt, die werden die Sicherheit haben und die sind rechtgeleitet. Die Sahaba kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Gefährten von ihm. Sie haben geweint, o Gesandter Allahs,
Wer hat kein Unrecht getan? Hier. Wer hat keine Sünde gemacht? Wer hat kein Unrecht gemacht? Jeder von uns macht. Der sagt, das ist nicht diese Ungerechtigkeit oder das ist nicht dieses Unrecht, was ihr denkt. Habt ihr nicht gehört, was der gute Diener zu seinem Sohn gesagt hat? Ya bunayya la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. Mein Sohn, du darfst Allah subhanahu wa ta'ala nicht beigesellen, nämlich Schirk ist die größte Ungerechtigkeit. Das heißt, die Ayah heißt, diejenigen, die den richtigen Iman verinnerlicht haben und die diesen Iman nicht vermischt haben mit Schirk, diejenigen werden die Sicherheit haben. Die Sicherheit erstmal im Grab, dass sie nicht bestraft werden, und die werden die Sicherheit am letzten Tag bekommen, dass sie nicht bestraft werden. Und die sind recht geleitet in Dunya. Das heißt, in Dunya sind sie recht geleitet, nicht auf dem falschen Weg. Und in Akhira sind sie recht geleitet ins Paradies. Und Mu'adh, Radwanullah alayhi, sagte, ich war hinter dem Propheten Sassam auf einem Esel. Und er sagte mir, oh Mu'adh, da weißt du, was das Recht Allah subhanahu wa ta'ala den Diener gegenüber ist? Und was das Recht der Diener Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ist? Ich sagte, Allah und sein Prophet wissen es. Dann sagte er, das Recht Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener gegenüber ist, dass sie Allah allein einzig anbeten und kein Schirk begehen. Und das Recht von den Dienern ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen bestraft, wenn er keinen Schirk begeht. Mu'adh sagte, o Gesandter Allahs, soll ich den Leuten nicht Bescheid geben? Soll ich diese frohe Botschaft nicht verkünden? Der sagte, nein. La tubashirhum fayattakilu. Nein, mach das nicht, denn sonst werden sie nicht mehr wirken oder nicht mehr handeln. Wer Tauhid hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen, auch wenn diese Person irgendeinen Mangel an den Taten hat. Und deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, ist sehr wichtig, dass wir alle At-Tauhid lernen und dass wir wissen, auch durch Tauhid wird Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Aber das heißt nicht, dass man sagt, ja, ich sage La ilallah Muhammadur Rasulullah, ich habe Tauhid, deshalb brauche ich nicht mehr zu beten, brauche ich nicht mehr zu fasten, brauche ich nicht zu tun, sondern ich mache das und das und das, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nein, ein Mu'min, wenn er sowas hört, barakallahu fikum, dann ist er anders. Ubadah ibn Samit, Ridwanullahi alayhi, sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man shahida an la ilaha illallah, وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه عبادة بن الصامت رضوان الله عليه erzählt der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte wer bezeugt لا إله إلا الله وحده لا شريك له und dass Muhammad صلى الله عليه وسلم sein Diener und Gesandter ist und dass Isa der Diener Allahs und Gesandter Gottes ist. Und dass Isa das Wort Allahs ist, welches Maryam empfangen hat. Und eine Seele, die Allah erschaffen hat. Und dass das Paradies wahr ist und die Hölle wahr ist. Der wird von Allah ins Paradies gebracht, auch wenn seine Taten nicht vollständig sind. Warum hat der Prophet ﷺ Isa erwähnt im Hadith? Erstmal, dass du La ilallah Muhammad Rasulullah sagst, ist klar. Aber warum Isa alayhi salam? Warum nicht ein anderer Prophet? Weil Isa alayhi salam, die Leute haben drei Hauptaussagen wegen Isa. Einige Leute haben gesagt, Isa ist Gott oder Sohn Gottes oder Isa ist drei, diese drei Faltigkeiten. Wala hawla wala quwwata illa billah. Deshalb, aber meisten sagen Sohn Gottes. Auf der anderen Seite sagen manche, Isa war ein Lügner und seine Mutter war, wal'iyadu billah, eine schlechte Frau, Maria, alayhi salam. Wir sagen, Isa ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist das Wort? Sei. Mit diesem Wort war Isa. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Isa eine Seele von den Seelen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, minhu. Diese Ha bedeutet nicht ein Teil von ihm, sondern eine Seele, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und Isa hat das bekommen. Aber diese Gruppe, die gesagt haben, Isa wäre Sohn Gottes,
die haben nicht verstanden, was dieser Minhu bedeutet, und die haben gedacht, ein Teil von ihm. Und die anderen haben das verleugnet. Aber wer hat die Wahrheit gesagt? Wir. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wir wissen, dass Isa a.s. keinen Vater hat und dass Isa a.s. ein Geschöpf ist von Geschöpfen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man sagt, Isa war ohne Vater, dann sagen wir, Adam war ohne Vater und ohne Mutter. Also wenn man vergleichen würde, das Beispiel von Adam ist mehr als das Beispiel von Isa a.s. Aber das ist der Sinn, dass der Prophet s.a.s. Isa hier genommen hat. Und der Prophet s.a.s. hat diese Gruppe und diese Gruppe erwidert in einem Wort. Und das Al-Jannatu Haq, das wird Paradies, ist wahr und Hölle ist wahr. Und Paradies und Hölle sind erschaffen, die sind schon da. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt diese Person ins Paradies, auch wenn diese Person nicht alles erbracht hat, was die Person erbringen sollte und tun sollte. Und subhanallah, komischerweise, wir bestätigen Isa und wir sagen, dass Isa einer der besten Propheten ist. Und wir reden so gut von seiner Mutter, während andere schlecht über Isa reden, schlecht über seine Mutter. Und was machen die sogenannten Isa-Anhänger? Die sind gegen uns und die lieben die anderen. Subhanallah. Bei Al-Bukhari Muslim, barakallahu fikum, die Überlieferung von Itban, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Allah hat die Hölle denjenigen verboten, der La ilaha illallah bestätigt und die Absicht hat, vor Allah, angesichts Allahs, mit Ikhlas. Der betet Allah subhanahu wa ta'ala an, mit der Absicht vor Allah subhanahu wa ta'ala, für das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Die Geschichte von Itban, Ridwanullah alayhi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war eingeladen, der wurde für ihn Essen gemacht. Die haben das Essen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht und die wollten essen. Dann haben einige Leute was erzählt und die haben eine Person, hieß Itban ibn Malik, erwähnt. Dann sagte eine Person von ihnen, der wäre Heuchler. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht direkt gesagt, der ist kein Heuchler oder der ist Heuchler, aber der hat gesagt, wer la ilaha illallah, fa Allah subhanahu wa ta'ala erbracht hat, würde nicht in die Hölle kommen. Das ist sehr wichtig für uns Muslime, dass wir das verstehen. Das bedeutet, hast du la ilaha illallah verstanden? Hast du das verinnerlicht? Bestätigst du das mit deiner Zunge? Praktizierst du La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dann inshallah wirst du ins Paradies kommen. Wir haben einige Hadithe, dass Muslime in die Hölle kommen, in Jahannam kommen. Ja, und wir sagen die ganze Zeit, wenn du La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bestätigt hast, du kommst ins Paradies. Wenn du La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sagst, dann wird Allah dir deine Sünden verzeihen. Wenn du La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sagst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch deine Handlungen annehmen, auch wenn du nicht alles vollständig gebracht hast. Und auf der anderen Seite sagen wir, es gibt Muslime, die in die Hölle kommen. Das heißt, es kann sein, dass ein Muslim in die Hölle kommt, aber der wird nicht ewig in die Hölle kommen. Wenn wir sagen, ein Muslim wird ins Paradies kommen, ins Paradies, es gibt primär und es gibt Barakallahu fikum später. Ein Muslim, der La ilaha illallah sagt, bestätigt, sagt, das wird nicht nur sagen mit der Zunge, was einige denken. Ich meine, wir wollen jetzt einen Chinesen. Haben wir jemanden hier aus China? Nein. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen Chinesen und sage ihm hier, sag La, La, ilaha, ilaha, illa, illa Allah, Muhammadun, Muhammadun, Rasulun, Rasulullah. Dann sagen wir ihm, und dann sagen die Brüder, Takbir, Allahu Akbar, der ist Muslim geworden, Mashallah, Achi, Allahumma barak, ja. Dann fragt jemand ihn danach, was hast du gerade gesagt? Ich weiß nicht. Ist er Muslim? Natürlich nicht. Oder jemand weiß überhaupt nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Wallahi, einmal kam zu mir eine Person, der hat mir gesagt, ich bin ein kleiner Muslim. Ich habe gesagt, was bedeutet ein kleiner? Der hat mir gesagt, guck mal, ich bin auch klein. Ich habe gesagt, das stimmt. Der war so 1,52 Meter, 53, ja. Der hat gesagt, ja, ich bin in eine Moschee reingegangen
Das war Tag der offenen Moschee. Und dann kam ein Mann, der war groß so. Ich habe Angst vor ihm bekommen. Der hat gesagt, werde Muslim. Ich habe gesagt, okay, ich bin Muslim. Da habe ich gesagt, ja. Der sagt, ja, aber um ehrlich zu sein, ich glaube an Koran, aber an Propheten Mohammed glaube ich nicht. Dann habe ich gesagt, du bist kein Muslim. Der sagt, deshalb habe ich dir gesagt, ich bin kleiner Muslim. Ich habe gesagt, nein, nein, du bist auch kein kleiner Muslim, wenn du an Propheten Sassan nicht glaubst. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt Maharin, das ist nicht nur Wort und das ist nicht nur Wissen oder Kenntnis im Herzen oder Verinnerlichung. Nein, nein, nein. La ilaha illallah ist mehr als das. Das ist Wort, Verinnerlichung oder Überzeugung, sagen wir, oder Tat vom Herzen und I'tiqad, das wird auch Überzeugung im Herzen und diesen beiden haben mit Wissen zu tun und dann Handeln. Und diese Handlungen, die sind zwei. Und zwar, du brauchst hier Wissen, Überzeugung oder Verinnerlichungen und dann Bestätigung der Zunge und dann Bestätigung mit Handlungen. Das macht dein Iman und das ist La ilaha illallah zusammen. Aber natürlich hier, die Handlungen, die man macht, die werden den Iman natürlich, barakallahu fikum, stärker und stärker machen. Deshalb die Grundlage brauchst du erstmal. Und wenn man La ilaha illallah erbracht hat, dann wird man nicht ewig in die Hölle kommen. Aber es kann sein, dass jemand, der La ilaha illallah Muhammad Rasul gesagt hat, in die Hölle kommt. Aber der wird nicht ewig in der Hölle bleiben, sondern er wird eines Tages rauskommen. Und das ist natürlich ein Segen von Tawhid, Barakallahu fikum. Während die anderen, die La ilaha illallah nicht bestätigt haben, die werden ewig in die Hölle kommen, wenn sie so sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt Mlachem, es ist sehr wichtig, diese Verbindung zu verstehen zwischen La ilaha illallah und den guten Handlungen oder den guten Taten. Am letzten Tag kommt eine Person zur Rechenschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt den Engeln, dass sie diese Person, dass sie schauen, was diese Person gemacht hat. Und diese Person hat 99 Bücher. Und jedes Buch ist, bis der Blick zu Ende sieht. So viel diese Bücher. 99. Das wird die Taten, die Handlungen von dieser Person. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, habt ihr etwas Gutes drinne? Die sagen, Gott, nicht. Es gibt nicht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hol die Karte raus. Die Karte steht drauf, La ilaha illallah. Und wir wissen, barakallahu fikum, dass alles gewogen wird am letzten Tag. Dann wird La ilaha illallah hier getan. Und auf der anderen Seite seine 99 Bücher. Dann fliegen die Bücher in der Luft. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihm, bringt ihn ins Paradies. Es ist sehr wichtig, dass wir Tawhid lernen, dass wir Tawhid festigen und dass wir das unseren Kindern beibringen und dass wir immer, egal was wir von Sünden begehen, egal was wir von schlechten Taten begehen, dass wir bei der Grundlage bleiben und das ist La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nach der Botschaft von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir damit unser Leben beenden, dann sind wir die Gewinner, sonst sind wir die Verlierer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen.